Lange nicht mehr gehabt, diese extrem kurze Quote. 6,40 Euro die zwei Lapradera, mindestens 11,80 Euro im Moment für alle anderen im Wettmarkt. So, Durance ist in Position, außerhalb noch zwei Pferde. Niedem muss noch hinein, um die bemüht man sich gerade. Und Lapradera fehlt auch noch. Dem in Position, Lapradera kommt als letzte heran. Die Wiesenfahrttochter steht jetzt vor der Box, rückt ein. Alle Pferde startklar. Und Boxen auf zum zweiten Rennen. Das Schaumerrennen ist gestartet. Guter Start außen von Lapradera, die gleich die Spitze sucht. Außen begleitet von Niedem in Nayala an dritter Position. Dann sehen wir Durance und dicht auf Julia. So sind sie im Bogen zur Kastanienallee, sprich Gegenseite nun zu sehen. Lapradera vor Nayala, Niedem dann an dritter Position. Viertes Pferd Durance und Julia am Schluss der Teilnehmer an der Spitze in der Gegenseite Lapradera. Eine gute Länge dahinter Nayala, außen dann Niedem vor Durance und Julia. Aber alles bleibt hier dicht geschlossen. Da sind nur gut zwei Längen zwischen der führenden Lapradera und der letzten Julia. Mitte gegenüber hat sich an der Spitze nichts verändert. Lapradera ist unverändert vorn. Außen jetzt wieder Niedem an zweiter Position. Innen dann Durance. Nayala zeigt sich jetzt außen an vierter Stelle und dann Julia. So sind sie ausgangs der Kastanienallee. Es geht in den Bogen hinein. Mit Lapradera vor Niedem, Durance innen, dann Nayala vor Julia. Und jetzt geht es gleich den Berg hinauf. In Führung unverändert Lapradera mit Luca de Lozier. Außen Niedem, innen Durance, Nayala auf der Lauerstellung an vierter Position. Dahinter ist Julia weiterhin dicht auf. So geht es nun bergan. Und dann auch in Kürze schon Richtung Schlussbogen. Und Lapradera ist weiter vorn vor Niedem, dann Durance, Nayala, die Favoritin an vierter Stelle und dahinter Julia dicht auf. So geht es jetzt in den Schlussbogen hinein. Da wird Niedem an zweiter Position schon deutlich aufgefordert. Lapradera gutgehend in Front. Nayala wird jetzt außen herangeführt. Weiter innen Durance und am Schluss Julia. Die Gerade ist erreicht. Etwas mehr als 400 Meter bis zum Ziel. Da ist Lapradera vorn. Niedem versucht es weiterhin. Außen kommt Nayala jetzt langsam näher. Und innen noch dabei Julia. Und jetzt Durance mit der Attacke auf innen Lapradera. Durance kommt. Lapradera innen. Durance ist da. Nayala tut sich schwer, die Favoritin nur noch vierte, weil innen kommt auch noch Julia auf Touren. Durance hier an der Spitze und Durance löst sich mit Philipp Minarek in der Schlussphase, gewinnt sicher. Dahinter ist es Lapradera, dann Julia vor Nayala und Niedem. Ja, der vorläufige Richterspruch fürs zweite Rennen ist auch schon da. Im Schaumerrennen siegt die Programm Nummer 1 Durance. Auf dem zweiten Platz die 2 Lapradera, dritte die 5 Julia, vierte die 3 Nayala und fünfte die 6 Niedem. Durance im Besitz des Gestüt Ebbesloh mit dem zweiten Karriereerfolg. Der erste war ja im März in Argenton in Frankreich. Erfolgt, geritten in diesem Fall von Philipp Minarek und der Trainer in Köln, wie im ersten Rennen von Nubius. Schnelles Doppel für ihn ist Peter Schirgen. Wir gratulieren.